Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu Alex Kidd in Miracle World DX. Ich bin aber Basti, schön, dass du da draußen eingeschaltet hast. Im letzten Part sind wir hier im Schloss stehen geblieben und wollen natürlich jetzt da mal reingucken. Oh mein Gott, das war knapp. Wow, da kam so ein komisches Vieh schon wieder. Oh mein Gott, das wird schwierig werden hier. So, du gehst mal weg, du Fledermaus. Und ich klettere hier nach oben weiter. Oh mein Gott, ist das alles gefährlich hier. So, du gehst mal weg. Uah, auf... Nein! Ich wollte gerade sagen, auf die Geldsäcke dort verzichte ich. Aber... ja. Ich krieg die einfach nicht. Meine Güte, okay. Oh Gott, der schlittert so, Alex. Das ist Wahnsinn. Okay, puh, jetzt sind wir hier durch. So, wer bist du denn hier? Wir suchen nach Eagle, sowie nach dem Überlebenden der Armee. Wir wissen, dass er irgendwo hier im Schloss gefangen ist. Würdest du uns helfen, ihn zu finden? Deshalb bin ich auch hier. Eagle ist mein Bruder. Dann seid ihr Alex, Prinz Alex, zu euren Diensten. Vielen Dank für eure Hilfe, Hoheit. Im Moment ist das alles, was wir gefunden haben. Okay, was ist das? Ein fetter Steinhammer. Das ist Eagles magischer Hammer. Er wiegt verdammt viel. Okay. Naja, dann gehen wir mal weiter, oder? Okay, dort hinten gibt es nur ein Leben. Das brauche ich nicht, also gehe ich da nicht weiter. Dann würde ich sagen, einmal da unten in die Grube, oder? Und dann da lang. Okay, Moment. Links runter oder eine andere Richtung? Wer bist du denn? Hallo? Ich erinnere mich daran, dass sich die Kerker oben auf der Burg befinden. Alles klar. Komme ich hier eigentlich irgendwie durch? Es gibt so einen komischen Move. Wir hatten ja hier, glaube ich, auch noch einen Weg, ne? Da ist noch so einer. Okay. Wer bist du denn? Mein Hauptmann, wir haben noch nichts gefunden. Oh, jetzt bin ich kurz erschrocken. Ich dachte, du wärst der Hauptmann. Sag ihm nicht, dass ich hier bin. Aber dieses Level ist wirklich schwierig und ich weiß gar nicht, wieso ich dir das überhaupt erkläre. Ich weiß das schon. Oh mein Gott, da drüben kann ich nicht, weil hier unten sind Symbole da. Und das fällt garantiert nach unten, genau, das dachte ich mir fast. Und da nach oben komme ich auch nicht. Okay, dann müssen wir eigentlich ja da oben weiter. Okay. Fledermaus, dich lasse ich mal leben. Bäh. Okay. Mit dir kann ich noch nichts machen. Alles klar. Danke, dass du mich gerettet hast. Dein Gesicht kommt mir bekannt vor. Jetzt, wo du es sagst, wir haben den gleichen Look. Mein Bruder, ich freue mich, dich zu sehen, aber du solltest wissen, dass wir in Gefahr sind. Jenkins ist auf der Suche nach der königlichen Krone. Oh nein, wir müssen ihn aufhalten, egal wie. Du musst zum König von Nibana gehen. Er kann dir sagen, wo er sich versteckt. Okay. Alex, ich habe Husekas Schritte in den Gängen gehört. Du musst dich ihm allein stellen. Ich muss mich auf die Suche nach Vater und Prinzessin Lora machen. Er hat sich nach Nibana aufgemacht. Das Königreich Radaxian zählt auf dich. Dann mal schnell. Okay. Nee, das Fragezeichen dort unten.
Berühre ich mal nicht. Und da oben komme ich ja auch noch nicht raus. Okay, und da unten auf den Skorpion muss ich ein bisschen aufpassen. Na gut, ich kann dich ja da lassen. Mit dir kann ich aber auch nicht nochmal reden. Ach, scheiße. Mist. Da war leider eine Flamme im Weg. Mein Hauptmann, wir haben noch nichts gefunden. Achso, dich kenne ich doch. Ich habe doch meinen Bruder schon gerettet, oder? Sag mir nicht, dass ich jetzt den ganzen Weg nochmal gehen muss. Ne, ich glaube nicht, dass ich den ganzen Weg nochmal gehen muss. Das hat ja hier gespeichert. Okay, gut. Diesmal bin ich ja besser drüber gekommen. Da ist irgendwas. Okay, das nehme ich mal mit. Was ist das jetzt hier? Uah! Das wollte ich eigentlich nicht einsetzen. Aber okay. Ah, das ist wie eine Schutzhülle. Cool. Mit dir konnte ich nochmal reden. Achso, du erinnerst dich daran, dass die Kerker dort oben... Okay. So, hier komme ich durch. Aber da drüben ist auch noch irgendwas. Ah, da muss ich ja hier... Okay, okay. Was gibt's denn hier drüben? Okay, das sammle ich einfach mal ein. Jetzt muss ich schon so einen komischen Move machen, ja. Na toll. Großartig. Oh mein Gott, das ist... Das ist echt heftig. Okay. Ja, das ist echt heftig, sich hier irgendwie durchzuquetschen. Aber okay, ich kann jetzt hier weitergehen, ne? Oh Gott, das war knapp. Aber ich hab's geschafft. Okay, wer bist du hier oben? Ich höre schon seit einer Weile Schritte im Thronsaal. Ich sollte nach oben gehen, um zu sehen, was da vor sich geht. Aber ich habe solche Angst. Na, dann muss ich das machen, oder? Oh nee. Wieso bist du schon wieder hier? Wo ist Jenken? Jenken steht kurz davor, die Krone zu bekommen. Und es gibt nichts, was du tun kannst, um das zu vermeiden. Lang lebe König Jenken. Jenken wird niemals König von Radaxian sein. Drum werde ich mich persönlich kümmern. Ah, verdammt, ich mach dich fertig. Zwei Gewinnsätze. Ha, zwei Gewinnsätze. Oh mein Gott, jetzt sehe ich, was der auswählt. Okay, du nimmst Papier. Nee, Stein nimmst du. Okay. Ich habe irgendwas eingesammelt, das ich sehe. Ich habe, glaube ich, das Pulver genommen, ne? Okay. Nimmst du schon nur Steine, dann nehme ich Papier, wenn du dich nicht entscheidest. Dann habe ich dich nämlich besiegt. Okay, so ist es natürlich sehr viel einfacher. Okay. Du bist platt. Sehr schön. Nun, es soll wohl so sein. Nimm das. Okay. Eieieiei. Okay, ich muss, glaube ich, ein bisschen... besser ausweichen. Ich muss jetzt das ganze, die ganze Chose nochmal machen. Nee, muss ich nicht. Ach, scheiße. Ich darf da nicht nochmal ranrendern. Okay. Das ist unser, also glaube ich, unser echter, richtiger Endboss. So... Ah, Mist. Da hätte ich nochmal zurückgemusst, dann wäre er auf der anderen Seite. Ah. Uiuiui, das ist heftig. Aber okay. Und anderen darf ich den auch nicht, dann sterbe ich auch sofort. Großartig.
Naja. Okay. Ah, ich denke mal, es fehlt nicht viel, dass ich den besiege. Okay. Ah, das war jetzt... Das war auf jeden Fall... Das war auf jeden Fall gut jetzt. So. Jawohl, da haben wir ihn besiegt. Sehr schön. Ha, und wir können weitergehen. Ins nächste Level. Ich denke mal, das war unser erster großer Endboss. Die Stadt Radaxian. Okay. Oh, hier sieht es aber schön aus. Und hier oben gibt es einen Händler. Jawohl, ich kann mir neue Items holen. Willkommen. Kauf alles, was du brauchst. Nein, Leben brauche ich nicht. Aber das Ding nehme ich mit. Und das Ding nehme ich mit. Okay, leider kein Hubschrauber oder ein Motorrad oder so. Nein, das war nicht so gut, was ich da gerade gemacht habe. Aber in Ordnung, ist okay. Ist okay. Ja, jetzt lasse ich dich mal. Okay, sehr gut. Komme ich da hoch eigentlich? Na, da komme ich nicht mehr hoch. Ach, und dann renne ich gegen diesen ollen Skorpion. Das gibt's da gar nicht. Mann. Ach, hier muss ich mir wieder so komisch durch. Hier muss ich mir wieder so komisch durcharbeiten. Da habe ich eigentlich keine Lust drauf. Und da bin ich nach unten gefallen. Das habe ich gar nicht gesehen. Mist, ich hätte oben drüber springen sollen. Okay. Okay. Okay, okay, okay. Aha, und den berühre ich natürlich. Und ich muss da lang, da oben, ne? Aber ich kann trotzdem ein bisschen Geld sammeln hier. Hallo? So, sehr gut. Und dort unten ist Suppe, da darf ich wahrscheinlich nicht rein. Haha, Punch, sehr gut. Mach dich alle. Gib mir mal das bitte. Okay, Moment, Gefährlich. Ach, und dann ist er nicht gesprungen. Ich habe aber den Sprungknopf gedrückt. Also sowas von. Ich habe den Sprungknopf gedrückt. Ach, und mit der Schwanzspitze habe ich den besiegt. Das ist natürlich nicht so gut. Das ist echt fies. Das ist echt fies. Und was ist das für ein komisches Geräusch hier? Uah, das war knapp. Okay. Puh. Ja, dort oben wäre vielleicht auch noch irgendwas gewesen. Und was ist jetzt? Was? Du bist noch am Leben? Das wird dem Boss nicht gefallen. Ich habe sehr harten Kopf. Deinetwegen haben sie mich aus dem Vulkan verbannt. Aber ich habe immer noch ihre Kräfte. Ich werde diese Stadt... ich werde diese Stadt niederbrennen und sie zu meiner neuen Festung machen. Aber vorher? Zwei Gewinnsätze. Jawohl. Okay, ich sehe das, was du hast. Das ist natürlich sehr gut. Nur mit einer Schere kann ich doch mit einem Stein... Die Schere kann ich mit einem Stein kaputt machen. Ey, das ist natürlich jetzt praktisch, dass ich das sehe, ne? So, das war der erste. Und was machst du diesmal? Okay, ich nehme Papier.
Nee, Schere geht mit einem Stein kaputt. Okay. Zweimal Stein. Okay. Hm. Das ging zu weit. Nimm das her. Oh mein Gott, okay. Ach, und der schießt noch. Okay, okay. Und dann beamt er sich dort auf die andere Seite. Alles klar. Okay. Okay, jetzt kommst du, glaube ich, hier rüber, ne? Haha, du bist ja eine Flasche gewesen. Ich habe dich relativ schnell besiegt. Gut. Dann machen wir mal weiter. Giftiges Nunmachi. Ich glaube mal, die Schleims... Oh, doch, Schleime kann ich... Schleime kann ich besiegen. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber okay, und dort oben kommt ein Drache. Den lasse ich mal hier weiter fliegen. Und du, Schleim, gehst mal weg. So, die Fledermaus hier brauchen wir nicht besiegen. Wir haben das Geld eingesammelt. So, das nehmen wir mit. Den Schleim nehmen wir auch mit. Das kriege ich nicht kaputt, okay. Geh weg, Fisch. Sehr schön, sehr schön. Läuft doch bis jetzt. Ah. Okay, hier unten lang oder hier oben? Ich muss oben lang. Ach, die Steine kann ich kaputt machen. Alles klar. So, hier warten wir mal, bis der Fisch weg ist. Dann gehe ich weiter hier oben lang. Sehr gut. Und was ist mit dir? Kann ich dich platt machen? Jawohl, den Fisch kann ich auch platt machen. Ei, okay. Also eigentlich ist das, wie gesagt, das Spiel geht nicht lange. Das Spiel geht nicht lange. Das sieht man ja, dass die Level auch nicht so lang sind, ne? Okay. Das Geld möchte ich mir noch holen. Ach, und jetzt habe ich nicht geboxt. Ich habe nicht geboxt, aber ich habe doch den Knopf gedrückt. Na gut. Okay, das war besser. Geh mal weg, du Steinchen hier. So. Wah. Okay, sehr gut. Sehr gut. War schon hier drüber. Oh, hier schönes Ziel. Sehr schön. Machen wir noch ein Level? Im Sumpf? Oh ne, da müssen wir fliegen. Okay. Oh, wir sind rechts. Okay, dann machen wir das im nächsten Part. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein. Habt euren Spaß und dann geht das Sterben hier in Alex Kidd weiter. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Euer Basti. Tschüssi.